gibt sich der olivgrüne Bundeswirtschaftsminister geradezu verzückt. Nach einem Spitzentreffen der Bundesregierung mit Vertretern der Rüstungsindustrie vor 3 Tagen in Berlin. Liebe Friedensfreunde, Rüstungsrhetorik lebt vom Verschleiern, vom Lügen und vom Heucheln. Das beste Beispiel ist die Debatte um das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr. Erinnert ihr euch noch? Ganz am Anfang, noch bevor das Programm aufgelegt wurde, ging es um die Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten mit Bekleidung. Es fehle an Schlüpfern und Hemden, hieß es. Nun, wo es das 100-Milliarden-Programm gibt, ist davon kaum noch die Rede. Die Bekleidung soll frühestens, das kann man nachlesen auf der Internetseite des Bundesverteidigungsministeriums, das eigentlich einen anderen Namen tragen sollte, die Bekleidung soll 2025 frühestens kommen, Ende des Jahres. Sofort bestellt wurden Drohnen. Sofort bestellt wurden Tarnkappenbomber F-35 von Lockheed. Sofort bestellt wurden Transporthubschrauber von Boeing. Weiterhin bestellt wurden Seeaufklärer und Unterstützungshubschrauber und anderes mehr. Schaut man sich das Rüstungsprogramm an, ist auffällig, dass ein sehr hoher Anteil der Bestellung nichts anderes ist als ein Konjunkturprogramm für die US-amerikanische Rüstungsindustrie. Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, wir sind hier, weil wir Nein sagen zur Kriegslogik. Wir sagen Nein zu der Behauptung, dass immer mehr Waffen den Frieden herbeibomben können. Den Frieden kriegt man nicht, den Frieden gewinnt man, steht auf dem Plakat. Danke, dass ihr das mitgebracht habt. Denn das Gegenteil ist der Fall. Waffen verwandeln sich am Horizont zu Blut. Waffen finden ihre Opfer. Wir verurteilen alle Kriege, von wem auch immer sie ausgegangen sind. Wir wollen Frieden, deswegen sind wir hier, deswegen gibt es diesen Ostermarsch. Als im hiesigen Landtag über das 100-Milliarden-Rüstungsprogramm diskutiert wurde, begann der CDU-Abgeordnete Reinhardt seine Rede mit einem Zitat des römischen Generals Vegetius. Wenn du Frieden willst, rüste für den Krieg. In meiner Rede hielt ich dem entgegen, wer Frieden will, muss Frieden denken. Und diese Botschaft möchte ich auch auf diesen Platz tragen. Wer Frieden will, muss Frieden denken. Liebe Friedensfreunde, liebe Ostermarschierer, ich will ein kurzes und ein längeres Statement loswerden. Das erste ist die Einladung zu einer Demonstration und Kundgebung in Rostock. Einige Flyer stehen hier dann noch zur Verfügung. Und zwar geht es um unseren Protest gegen das NATO-Manöver und die in Rostock stattfindenden Verladeaktionen. Treff ist der 5.5., also ein Sonntag um 13 Uhr, Vorplatz Ostseestadion in Rostock. Aufgerufen dazu wird und hat ein neues norddeutsches Friedensbündnis, das von Bremen bis Wolgast natürlich auch in Schwerin unterstützt wird. Mit dabei sind hier das Schweriner Friedensbündnis, Aufstehen Schwerin, die AG Frieden, der Partei Die Basis, Leuchtturm ARD und weitere. Letztendlich das Aktionsbündnis Frieden für Schwerin. Und nun der etwas schwierigere zweite Teil. Unsere Positionierung zu Schwerin gegen rechts. Es geht also um die regelmäßig stattfindenden Kundgebung der Bewegung Schwerin für alle gegen rechts auf diesem Platz. Wir haben keine andere Gelegenheit, unsere Position dazu kundzutun. Wir haben entsprechend dem Papier unsere Beitrittserklärung zu diesem Bündnis erklärt. Sie wurde nicht beantwortet. Ich stelle die Frage, sind wir nicht auch alle?
Das Schweriner Friedensbündnis wurde praktisch ausgeschlossen. Das zugesicherte Rederecht wurde entzogen wegen falscher Haltung zum Krieg. Ich will kurz definieren, weil das immer wieder sehr durcheinander geht. Links und rechts hat natürlich seinen Ursprung in der Sitzverteilung im englischen Parlament. Links steht für soziale Gerechtigkeit, Nicht-Gleichmacherei, Frieden und Völkerverständigung, Umweltschutz. Rechts, Ungerechtigkeit, Umverteilung von unten nach oben, Zerstörung der Umwelt durch Profitsucht, Krieg und Hass, national wie international. Auch Russophobie, Russenhass ist rechts per dieser Definition. Wir wollten mit unserem Beitritt einiges gerade rücken und nicht nur auf verfälschte Aussagen durch Korrektiv reagieren. Die Losung wurde reduziert auf nie wieder ist jetzt. Aber nie wieder Krieg wurde von Käthe Kollwitz vor genau 100 Jahren, 1924, geprägt. Ihr kennt sicherlich noch aus den Lehrbüchern in der DDR das Bild mit der Abwehrhaltung. Wir sind in der DDR mit nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus aufgewachsen. Wir wollten dieser Reduzierung auf nie wieder widersprechen. Wer hat die Wahlerfolge rechter Parteien in Europa zu verantworten? Die Verantwortlichen stehen mit auf der Bühne, fordern zu diesen Protesten auf. Die Ursachen dieser Entwicklung werden verschwiegen. Reallohnverluste wie nie seit 1945, explodierende Gewinne und DAX-Zuwächse, insbesondere für die Rüstungs- und Pharmaindustrie, Verunsicherung durch eine irrsinnige, ideologiegeprägte Wirtschaftspolitik, Vermögensverdopplung in der Corona-Zeit für die Allerreichsten auf der Welt, Ansturm auf Tafeln in einem, in Klammern, noch, Fragezeichen, reichem Land, Demokratieabbaugesetze durch Frau Faeser im vermeintlichen Kampf gegen rechts. Das alles muss auf den Tisch. Zur AfD nur ein paar Bemerkungen wegen vorhandener Illusionen. Die AfD ist zutiefst neoliberal. Ich bezeichne sie gern als FDP 2.0. Arbeitnehmerfeindlich, unsozial. Sie hat im Programm den Abbau der betrieblichen Mitbestimmung und den Abbau der Lohnfortzahlung. Sie hat sämtlichen Rüstungsprogrammen zugestimmt. Sie hat vernünftige nationale Interessen. Wir hörten vorhin den Beitrag von Tonani. Es geht auch im Zusammenhang mit der Russlandpolitik um diese Interessen, wo sie durchaus akzeptable Positionen und gute Positionen vertritt. Die AfD ist auch Höcke, aber eben nicht nur Höcke. Welche möglichen Ziele hat die durch die Regierungsparteien inszenierte Bewegung? Die Regierung braucht für ihre Kriegspolitik Wählerstimmen. Darum geht es. Unsere Gesellschaft wurde gezielt gespalten in Geimpfte und Ungeimpfte, in Kriegsgegner und Kriegsbefürworter, in Rechte und Linke und was weiß ich noch mehr. Ziel ist auch die Spaltung und Zerstörung der Friedensbewegung. Bundeskanzler Scholz beschimpfte die Friedensdemonstration in München als gefallene Engel aus der Hölle, als Teufel, Urheber des Bösen. Selbst vor dem Papst mit seiner Forderung nach Waffenstillstand wird nun nicht mehr Halt gemacht. Wir sagen, wer nicht über Krieg reden will, sollte über Rechts schweigen. Jawohl.
Die Verbindung von Faschismus und Krieg wird verschwiegen. Aber es erfolgen Waffenlieferungen an ein Land, das Faschisten als Nationalhelden feiert. Bundeswehrstationierungen in einem Land, das jährlich mit Fackelmärschen seiner SS-Division gedenkt. Gedenkminuten auch hier auf diesem Platz für einen rechten Nationalisten und ein Friedensbuchpreis, man mag das gar nicht aussprechen, ebenfalls für einen Faschisten im vergangenen Jahr, verliehen in Deutschland. Wir fordern und unterstützen eine ehrliche Politik gegen rechts. Deshalb nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.